for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, eine Hakennasen-Natter Heterodon nasicus, ein adultes Weibchen. Färbung, ganz normale Klassikfärbung. Ist nichts Spezielles, nichts Ausgefallenes, aber ist eine wunderhübsche Terrarienschlange. Ich habe so den Eindruck, seit ein, zwei Jahren auch wieder den totalen Revival von den Hakennasen-Nattern. Ne? Also wirklich beliebt oder beliebter denn je. Und sind echt auch schöne Schlangen. Nur der Vollständigkeit halber, es sind theoretisch oder es sind Trugnattern. Rein taxonomisch gehören sie zu den Trugnattern. Wenn die beißen, die haben ganz hinten irgendwo, sollen die Giftzähne haben. Also wirklich nicht unbedingt oder ist jetzt keine Schlange, die man einem Zehnjährigen vielleicht in die Hand drücken sollte. Aber Bissunfälle oder ernsthafte Bissunfälle sind keine bekannt. Wenn jemand nicht allergisch drauf reagiert oder irgendwas, wird er wahrscheinlich gar nichts davon merken. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich es dazu gesagt haben. Und, aber mein Intro-Tierchen heute, hübsche Hakennasennatter. Vor allem um die Jahreszeit wie jetzt, also so Frühjahr, ne, Ende vom Winter, Frühjahr, kriege ich E-Mails, meine Schlange frisst nicht gut. Ja, dann frage ich, welche Schlange? Ja, dann ist es ein Königspython oder Boa oder irgend sowas. Frisst schlecht. Und das schon seit 3 oder 4 Monaten. Ne? Und wenn ich das schon höre, so ja, frisst seit 4 Monaten schlecht und wir haben es zum Beispiel März, dann rechne ich 4 Monate zurück. Da war November, Dezember und dann weiß ich genau, okay, die hat den ganzen Winter schlecht gefressen. Dann geht bei mir schon die Alarmglocke sozusagen an und dann schicke ich eine Mail zurück und sage, ja, wie hast du denn dein Terrarium beheizt? Und dann heißt es, ja, das ist total warm, da habe ich einen Strahler drin, der hat am Tag über 30 Grad, das passt alles. Ne? Und dann frage ich, ja, wie hast du denn nachts beheizt? Und dann, hey, dann kommt eine E-Mail zurück, ja, nachts habe ich es nicht beheizt, aber ich habe eine ganz warme Wohnung und nachts ist schön warm oder sowas. Und Leute, das ist eben Quatsch. Ne? Kein Mensch in einer westlich oder in einem westlichen Haus hat nachts eine ganz warme Wohnung, weil wir haben alle eine Zentralheizung. Die Zentralheizungen schalten alle nachts aus. Also wenn ihr euch die Mühe macht, steht morgens um 5 oder um 6 auf, nehmt ein Thermometer, messt eure Wohnung, da hat es 18 Grad oder sowas, vielleicht auch 19 in der Wohnung. Ja? Und die Schlangen, um die es geht, brauchen Mitte 20 Grad. Ne? Also da fehlen mal mindestens 5 Grad Temperatur. Und das Terrarium kühlt natürlich auch aus. Selbst wenn es am Tag 30, 31 Grad hat, nachts geht es runter, kühlt es aus. Also die Schlange liegt da nachts bei 20 Grad und dann frisst die nicht. Ja? Ganz einfach. Deswegen diese Sendung heute. Wollen wir noch Kleiding aufteilen. Es gibt Tiere, bei denen das okay ist, aber bei den meisten Tieren könnt ihr das einfach so nicht machen. Relativ einfach haben wir es bei so tropischen Schlangen, ne? Hier so Tigerpython, Albino Labyrinth, wen es interessiert, oder hier eine Boa Constrictor Salmon Farbe. Die Tiere brauchen es warm Tag und Nacht. Ne? Die heizt sich mit einem Heat Panel, ist im Moment das Mittel zum Zweck in der Regel. Das habe ich Tag und Nacht an. Am besten steuere ich das über einen Thermostat, muss ich aber nicht immer unbedingt. Also habe ich Tag und Nacht meine Heizquelle an. Oder früher hat man auch viel die Keramikstrahler verwendet. Ich würde sagen, das sind so die zwei Sachen, die man verwenden kann. Keramikstrahler, Heatpanel, beziehungsweise ein paar ganz wenige haben vielleicht auch die Räume beheizt, so wie mir hier auch, ne? Dass man den ganzen Raum hochheizt über eine Elektroheizung zum Beispiel. Also die machen wir Tag und Nacht an, da ist es einfach, beziehungsweise wenn ihr sowas zu Hause habt in der Art und habt irgendeinen Strahler an am Tag oder eine Lampe am Tag an und habt nachts alles aus, dann wisst ihr jetzt schon mal, da macht ihr was falsch, das geht einfach nicht. Diese tropischen Schlangen müsst ihr Tag und Nacht mit einer guten Heizquelle beheizen. Dann gibt es andere Terrarientiere wie so tropische Echsen, da ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ihr braucht am Tag, die brauchen Licht, ne? Die brauchen UV-Licht, die brauchen helles Licht, das ist ganz wichtig bei denen. Damit heizen wir überwiegend am Tag das Terrarium, ne? Durch diese starken Lampen haben wir in der Regel genug Wärme und müssen nicht noch zuheizen.
Allerdings machen wir die Lampen am Abend aus und das Terrarium wird kalt und wird eigentlich zu kalt. Das heißt, in dem Fall müsst ihr nachts mit irgendeiner Heizquelle dazu heizen. Haben sich die Panels auch ganz gut bewährt oder auch die Keramikstrahler, aber ich würde euch zu Panels raten. Da müsst ihr dann abwechselnd sozusagen tagsüber die Lichtquelle, vielleicht minimal mit der Heizquelle dazu. Und nachts geht das Licht aus und es ist nur noch die Heizquelle an. Ne? Also das würde ich sagen, ist wegen so die komplizierteste Art zu heizen. Ne? Da sind viele Warane davon betroffen. Tropische Landschildkröten, ne? Wie jetzt zum Beispiel Köhlerschildkröten, Waldschildkröten, muss man es auf jeden Fall so machen. Auch die Aldabra-Schildkröten würde ich nachts nicht auf Zimmertemperatur zurückgehen lassen, ist auch ein bisschen zu kalt. Da müsst ihr so zweigleisig fahren. Es gibt andere Tiere wiederum, wie zum Beispiel die Theus auch, die halten Winterruhe. Ne? Die brauchen im Sommer oder in ihrer Hauptaktivitätszeit im Sommer, wollen die das nachts auch nicht ganz kalt. Der Vorteil ist ja, bei uns wird es im Sommer auch relativ warm. Da kühlen die Wohnungen dann tatsächlich nicht so aus. Also da hat es in der Wohnung dann vielleicht auch noch 22, 23 Grad. Das ist ausreichend für so ein Theo, ne? Oder auch für andere Tiere, die Winterruhe halten. Ne? Weil, also wenn ihr euer Terrarium nicht gerade im Keller stehen habt, dass das ganze Jahr über eisekalt nachts wird, haben wir in der Wohnung ja auch so den jahreszeitlichen Rhythmus, dass es im Sommer nachts wärmer ist. Und habt ihr so ein Terrarientier, wie gesagt, die Theus fallen drunter, die europäischen Landschildkröten fallen drunter, dann könnt ihr nachts tatsächlich alles ausmachen, also könnt tagsüber mit Lampen richtig heizen. Ne? Auch die Theus wollen wahnsinnig helles Licht, wahnsinnig viel Licht. Da macht man dann so große HID-Strahler oder Mischlichtlampen rein, heizt es tagsüber auf. Und das ist dann in Ordnung, weil es nachts auch nicht so extrem kalt wird in der Sommerzeit. In der Winterzeit, wo es nachts kühler wird, machen die Winterruhe. Also haben wir auch das Richtige, was wir wollen, oder haben diesen Jahresrhythmus. Von dem her haben wir es hier leichter, da reicht es, wenn wir am Tag die Lampe anhaben. Dann haben wir noch die Wüstenbewohner. Hier vorne so Bardagame bzw. Zwergbardagame oder hier den Halsbandleguan. Das sind Tiere, da haben wir es auch recht einfach. Da haben wir tagsüber unser Licht an. Machen hell, machen heiß und nachts schalten wir alles aus, gar kein Problem. In der Wüste wird es nachts auch lausig kalt, ja, Wüste, Halbwüste, so Savannenwüste ebenfalls, da wird es nachts kalt. Also nachts alles aus, kein Problem, nur Lampen. Und das Gleiche gilt hier für die Tiere aus gemäßigtem Klima, die Hakennasennatter, die wir vorher gesehen haben. Oder hier diese Kornnatter, ne, der Klassiker Kornnatter, die ganzen Lampropelden. Das sind eigentlich alles Nordamerikaner, da ist es im Sommer warm, ähnlich wie bei uns oder ein bisschen wärmer in den Gebieten. Aber im Winter wird es kalt und auch nachts wird es relativ kühl. Also da braucht man nachts auch nichts zusätzlich beheizen. Ne? Also bei den Tieren haben wir es einfach oder da können wir keine großen Fehler machen. Tagsüber Heizung an, sei es Lampe, sei es auch Heatpanel oder mit Licht, wie ihr wollt bei so Nattern. Ne, da könnt ihr beides machen, da könnt ihr es mit der Lampe heizen, könnt es aber auch mit Panel oder mit Keramikstrahler heizen. Aber ihr schaltet nachts alles aus, da könnt ihr nichts falsch machen. Also das war mein Appell sozusagen oder an mein Aufruf an die unter euch, die so Königspythons, Boas, Pythons, nachts nicht beheizt haben. Leute, das ist grottenfalsch. Und der ein oder andere von euch wird sagen, na, das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Es mag Schlangen geben, die das 5 Jahre überleben und dann halt den ganzen Winter nichts fressen. Aber das macht es nicht besser. Es ist und bleibt falsch. Also wenn ihr sowas habt oder eben Königspython als absoluter Klassiker, ihr müsst die nachts beheizen, dürft ihr nicht nachts alles ausmachen. Oder wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr das mit einer Lampe beheizt, das funktioniert nicht bei einem Tier, bei einem tropischen Tier. Außer der Lampe braucht ihr definitiv noch eine Heizquelle, die ihr auch nachts anlassen könnt. Ihr könnt ja nicht die Lampe Tag und Nachts anlassen. Deswegen, wenn ihr nur eine Lampe drin habt in eurem Python-Boa-Terrarium, dann macht ihr was falsch und ändert es dann bitte. Wenn euch ReptilTV gefällt oder wenn euch ReptilTV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention. Deswegen mache ich diese kostenlose Filme.
Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.